Okay, willkommen zur Vorlesung Parallele Programmierung, die erste diese Woche. Heute werden wir uns mit Log3 weiter auseinandersetzen und natürlich ein paar neue Themen anfangen, hoffentlich, wenn ich schnell genug bin. Hier heute nichts Tagesaktuelles, sondern ein paar XKCD-Comics, die ich Ihnen nur empfehlen kann. Also generell XKCD ist eine sehr gute Idee. Dieses Mittlere wird mit der Vorlesung heute was zu tun haben. Also wir werden uns tatsächlich heute anschauen, wie man Betriebssysteme auch skaliert, also natürlich auf einem sehr Basisniveau. Aber ich werde Ihnen zumindest die notwendigen Datenstrukturen dazu erklären, die man in einem Betriebssystem implementieren müsste, um das hochskalierend auf zum Beispiel 4000 CPUs oder 4000 Cores. Also damals waren es noch CPUs. Interessant ist die Story von dem Mittleren, die ist tatsächlich passiert. Also relativ früh wurde Linux, also der Linux-Kern erweitert, um eine sehr große Anzahl von Cores zu unterstützen. Also damals die Firma Sun hat auf ihr High-Performance-Computing gebaut, relativ stark. Und jetzt übrigens immer noch, also jetzt als Teil von Oracle, über mehrere Aufkaufgeschehnisse. Aber auf jeden Fall wurde tatsächlich Support für 4000 CPUs, nämlich für eine damalige Sun-Architektur, eher eingeführt als sozusagen ein vernünftiger Desktop, der ja, Fullscreen-Video flüssig abspielen konnte. Das ist eine interessante Story. Und die anderen, da gibt es sicherlich auch Stories dahinter, aber die sind vielleicht ein bisschen weniger verwandt mit der Vorlesung. Aber heute werden wir dann genau anschauen, wie man denn tatsächlich diese 4000 Threads unterstützen könnte und was denn das Problem ist in dem Betriebssystem. Aber wie gesagt, es ist keine Betriebssystemvorlesung, wir schauen uns das an der parallelen Programmierung Umgebung oder von der Perspektive der parallelen Programmierung. Okay, jetzt nochmal so als ganz kurze Wiederholung, bevor wir den Quiz machen. Was haben wir denn letzte Woche gemacht? Also wir hatten uns letzte Woche mit der logfreien Programmierung beschäftigt. Wir hatten am Anfang die Terminologie angeschaut, nämlich genau zwei neue Begriffe eingeführt, logfrei und wartefrei. Und die haben eine Äquivalenz in dem gelockten oder würden wir das auch teilweise blockierenden Programmieren nennen. Das gibt es wieder verschiedene Begriffe. Also ich nenne das meist Blocking, aber manchmal wird es auch einfach gelocktes Programmieren genannt. Und diese beiden, die haben eben ihr jeweiliges Pendant. Das werde ich Ihnen jetzt nicht verraten, weil das kommt in den Quiz dran, damit es nicht zu einfach wird, der Quiz. Dann haben wir uns den Non-Blocking-Counter angeschaut, also wirklich dann das trivialste Beispiel, wo Sie sich wahrscheinlich die ganze Zeit gefragt haben, warum machen wir das mit einem Compare and Swap? Ja, einfach um Ihnen das Compare and Swap zu verdeutlichen. Also ansonsten würde ich das natürlich niemals in Counter mit einem Compare and Swap implementieren. Das würde man natürlich mit einem Increment oder Atomic Increment oder Get and Increment, je nachdem, ob man den alten Wert braucht oder nicht, implementieren. Ja, also das ist relativ klar, wie viele Beispiele in dieser Vorlesung. Weiterhin haben wir uns mit dem Non-Blocking-Stack auseinandergesetzt. Und das war das einfachste Beispiel. Wir werden das heute wieder anschauen, als Vereinfachung eines komplizierteren Problems. Und wir hatten letzte Woche dann wieder festgestellt, ja, diese Atomics, wenn man die verwendet und wenn viele Threads auf diese Atomics gleichzeitig zugreifen oder versuchen auf diese Speicherstelle, die atomar geschützt ist, gleichzeitig zuzugreifen, dann kann es natürlich zu Problemen kommen. Und diese Probleme sind hauptsächlich, also eben diese Congestion-Zufälle, Threads oder eigentlich wäre es vielleicht besser, das Contention zu nennen. Zu viele Threads gehen gleichzeitig auf die eine Adresse. Den Unterschied zwischen Congestion und Contention werden Sie später noch in Netzwerken lernen, aber hier in dem Falle könnte es beides sein, ist höchstwahrscheinlich eine Contention. Aber und das heißt an der Stelle, dass das dann extrem langsam werden kann und Sie wissen natürlich, wie man damit umgeht, wenn ich gleichzeitige Zugriff auf die gleiche Stelle habe. Ja, da hat man eben geschaut mit diesem Exponential Backoff und einfach diesem, man wartet mal ein wenig und schaut, was passiert. Also falls man eine Konfliktsituation feststellt. Ja, und das ist immer wieder, das hat man bei den Logs gehabt, das gibt es bei den Log3 und das ist ein fundamentales Problem in der parallelen Programmierung, also fundamentale ja, Primitive sozusagen, dieses Backoff. Dann hatten wir uns diese Log3-List angeschaut. Diese Log3-List, ist relativ komplex, wie Sie ja schon gesehen haben. Wir werden heute noch eine viel komplexere Datenstruktur anschauen in Log3. Aber die wird schon relativ haarig, nämlich genauso haarig wie die feingranular gelockte List. Und wir hatten dann immer wieder diese Probleme mit, was ich Atomizität der Updates nennen würde. Und wir hatten dann festgestellt, dass was wir eigentlich möchten, wir müssen irgendwie zwei Sachen immer zusammenhalten. Ja, also wir müssen zwei Datenstrukturen oder zwei Pointer, beziehungsweise der Pointer und das Markbit, zusammen atomar ändern, ohne dass wir unterbrochen werden können. Ja, um einfach unser Verständnis dieser Liste am Laufen zu halten, am Leben zu halten. Man kann es natürlich immer anders machen, aber
In unserem Falle war das die Beschränkung. Ja, das große Problem an der Stelle ist, dass wir eben kein Double Compare and Swap hatten. Ja, Sie erinnern sich daran, wie wir das bei dem Locking gemacht haben. Bei dem Locking war es ja fast trivial, weil wir haben einfach einen Block von Operationen gelockt und dann waren alle diese Operationen, die in diesem Block waren, also inklusive das MikeBit und dem Pointer umsetzen, waren einfach atomar. Ja. Keiner hat die unterbrechen können oder ununterbrechbar. Und es war großartig, aber in dem Moment, wo wir eben Locks ausgeschlossen haben durch lockfreie Programmierung, dann haben wir ja bloß noch diese primitiven, diese atomaren Operationen, nämlich Compare and Swap oder Fetch and Add oder Fetch and Increment, was weiß ich. Also wir hatten ja verschiedene kennengelernt oder selbst Swap als atomare Operation. Und die swappen genau ein Element, ja nicht zwei. Und es wäre ja nur wunderschön, wenn wir dieses Double Compare and Swap hätten, wo wir gleichzeitig zwei verschiedene Elemente atomar swappen könnten. Oder Speicherstellen, nicht Ele also Elemente und Speicherstellen sind das äquivalent bei mir hier. Und wir haben dann festgestellt, nein, das geht leider nicht, weil die Architektur hat das nicht. Ja, ich hatte Ihnen gesagt, es gibt eine Architektur, die das hatte, aber die existiert nicht mehr leider. Aber was wir dann festgestellt haben, ist, dass wir einen Trick im Java verwenden können, nämlich man kann das Double Compare and Swap im Endeffekt emulieren mit dieser Atomic Markable Reference. Und die Idee dort war, dass eine Reference ist ja ein Pointer im Endeffekt und dieser Pointer hat freie Bits. Typischerweise. Eine verschiedene Zahl, je nach Betriebssystem und je nach Szenario. Wir werden das heute wieder verwenden, diesen Trick. Und was wir einfach gemacht haben, ist, wir haben eines dieser Bits in dem Pointer hergenommen und für was anderes verwendet, nämlich als Markbit. Ja, und das ist so ein toller Trick, dass der in Java institutionalisiert ist mit dieser Atomic Markable Reference. Ja, aber in meinen Augen ist es immer noch ein Trick, weil man im Endeffekt dieses DCAS ja dafür verwendet, also ein Single-CAS-Trigger, man verwendet ein normales Compare and Swap, um DCAS zu implementieren, indem ich mehrere verschiedene Semantiken in das gleiche Wort reinpacke. Das Compare and Swap funktioniert ja auf dem Wort. Ja, und das kann man natürlich jetzt weiterdenken, hatte ich in letzter Woche auch kurz erläutert. Sie können ja jetzt sogar bis zu 64 verschiedene Bits in das gleiche 64-Bit-Wort kodieren. Also das müssen Sie jetzt mit Ihrer Kreativität rausfinden, wie man das am effizientesten benutzt. Also dieser Trick ist generalisierbar. Okay, und wir hatten dann auch so ein paar Java-Spezialitäten angeschaut, aber das ist das Problem mit den Spezialitäten, die an verschiedenen Sprachen dran sind. Die generalisieren halt relativ wenig. Das bedeutet, Sie müssten das dann rausfinden. Also zum Beispiel diese Atomic Markable Reference, die existiert nicht im C++, also zumindest nicht in der Standard-Variante. Da gibt es dann sehr, sehr ähnliche Prinzipien. Aber in C++ können Sie das extrem, oder in C auch, können Sie es extrem einfach selbst bauen. Also es gibt Ihnen bedeutend mehr Macht, sozusagen, solche Sachen zu bauen. Okay, und damit würde ich jetzt den kurzen Quiz wieder machen, wie wir das jede Woche machen, in der Hoffnung, dass ich das jetzt hier genau. Und würde ich das einfach mal starten. Könnten Sie bitte den Code aufschreiben, bevor ich den wegklicke? Okay, perfekt, Dankeschön. Und jetzt machen wir gleich mal die erste Frage und ich lasse Sie schon mal wählen. Die Formulierung ist leider echt etwas komplex, aber ich habe es auch zweimal gelesen. Wenn mehrere Threads keinen Fortschritt machen, weil sie immer wieder die Backoff-Strategie anwenden, das hat man ja genau gerade gesehen, und keiner alle Logs sammeln kann, die er braucht, ist das ein Live-Log, Dead-Log oder keines von beiden, aber ein Performance-Problem? Ja, so ein einfaches Klassifizierungsproblem für Sie sozusagen. Wie gesagt, hier gibt es nichts zu verlieren. Sie können einfach mitspielen. Kostet nichts. Komplett anonym. Okay, ich mache dann einfach mal weiter. Also wie gesagt, wenn Sie jetzt nicht dabei sind. Genau, es ist ein Live-Lock. Also Sie haben das faktisch all gut im Kopf behalten. Es ist kein Deadlock und es ist natürlich ein Performance-Problem, aber das keines von beiden ist natürlich das Ding. Also wenn keiner Fortschritt macht, ist es immer ein Performance-Problem. Perfekt, dann gehen wir mal zur nächsten Frage. Sind ja sehr gut dabei. So, was bedeutet Lockfreiheit? Wir müssen auch immer wieder dazu sagen, diese Fragen sind mit Absicht sehr einfach gehalten. Warum ist es kein Deadlock hier? Weil ja immer wieder dieser Ansatz, also ich mache ja ein Backoff und fahre immer wieder vorwärts. Also ich bin noch am Leben, ich warte nicht irgendwie an einem Lock,
Aber ich bewege mich immer in der Schleife und mache keinen Fortschritt. Das ist genau die Definition von einem Live-Lock. Und ein Deadlock wäre, wenn alle Threads zusammen in einem Lock stecken und einfach keiner sich mehr bewegen kann. Ja, genau, wie Timo sagt, der Zustand einfach stillsteht an der Stelle. Okay, was bedeutet jetzt Lock Freedom? Also jeder Thread macht Fortschritt, auch wenn andere Threads gleichzeitig laufen. Mindestens ein Thread macht Fortschritt, auch wenn andere Threads gleichzeitig laufen. Und genau ein Thread darf Fortschritt machen. Also wieder eine sehr einfache Frage. Lassen Sie sich bitte hier nicht verwirren. Die Prüfungsfragen werden vielleicht etwas komplexer oder sehr wahrscheinlich etwas komplexer, weil auch keine Multiple-Choice-Fragen. Aber wie gesagt, diese Fragen sind einfach da, um Sie so ein bisschen einfach aufzuwärmen für die Vorlesung, dass Sie definitiv mitgedacht haben und dass wir dann gleich einsteigen können direkt. Okay, ich mache jetzt auch einfach mal weiter hier. Dann genau, und Sie haben wieder faktisch alle recht. Mindestens ein Thread macht Fortschritt. Ja, also, wenn jeder Thread Fortschritt machen würde, wäre das wait-free, also wartefrei. Dann dürfte keiner warten. Das werden wir heute auch nochmal wiederholen an einem konkreten Beispiel. Und genau ein Thread macht Fortschritt ist natürlich irgendwie in meisten Szenarien nicht sinnvoll. Okay, dann machen wir weiter. Okay, und jetzt wird es ein bisschen spannender. Unter der Annahme, dass keine Threads sterben, das ist wichtig, sonst könnte man das argumentieren, impliziert Starvation Freedom Lock Freedom, ja oder nein? Ja, wir hatten das jetzt ein bisschen die Terminologie angeschaut. Das eine ist definiert, also ich sag's mal lieber nicht zu viel. Gebe ich ja die Antwort weg. Ich erkläre es dann, wenn ich es auflöse. Okay, weiter. Das ist die Hälfte jetzt hier. Und leider, ja, die Frage ist nicht ganz einfach. Also, da werde ich es am besten nochmal erklären. Starvation Freedom ist definiert auf gelockten oder blockierenden Algorithmen. Und Lock Freedom ist eben definiert auf nicht blockierenden oder lock-free Algorithmen. Und Starvation Freedom bedeutet, dass einfach mindestens ein Thread Fortschritt macht in einem gelockten Szenario. Natürlich, deswegen kommt jetzt diese Annahme unter der Annahme, dass keine Threads sterben, weil wenn jetzt irgendein Thread in der kritischen Sektion stirbt, die Annahme ist immer ausgeschlossen in diesem Szenario, dann gibt es dort Probleme. Ja, dann bleibt das natürlich alles stehen, aber wir haben das ja gerade ausgeschlossen. Das heißt, in einer Starvation-Free-Umgebung wird immer mindestens ein Thread Fortschritt machen und in einer Lock-Free-Umgebung ist das auch so, aber die implizieren sich nicht gegenseitig. Die haben einfach nichts miteinander zu tun. Jetzt ist die Frage, was bedeutet es, wenn Threads sterben? Ja, das ist eine gute Frage. Zum Beispiel in Segmentation Violation. Also zum Beispiel ein Thread hat irgendeinen Zugriff in dem Lock und die werden einfach nie weitermachen. Also ich würde nicht sagen, dass sie ihren Zustand nicht ändern, sie werden einfach den Lock nicht verlassen. Sie können ihren Zustand beliebig ändern, aber sie werden den Lock nie wieder freigeben. Ja, das heißt, die können irgendwas machen und irgendwelche Instruktionen ausführen, aber eben nicht das Unlock ausführen. Also auch eine Exception kann das Problem sein. Ich kann eine Exception bekommen, kann aus meiner Gelockt-Region rausspringen, wenn ich das nicht in einem Try-Catch-Block mit Unlock habe. Und dann kann es passieren, dass ich diesen Lock nie wieder freigebe. Was auch passieren könnte, ist, dass die CPU einfach verschwindet in meinem System, also zum Beispiel in diesem Sun-System, was ich am Anfang gezeigt hatte. Dort können CPUs tatsächlich einfach kaputt gehen während der Ausführung und aber ruhig kaputt gehen, in dem Sinne, dass das System weiterläuft. Das System läuft weiter, die eine CPU ist weg und damit ist natürlich der Thread, der auf der CPU gelaufen ist, auch weg. Ja? Und das ist gemeint mit Sterben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man sterben kann als Thread. Genau, wenn man Try und Finally macht und dort das Unlock reintut, dann hat man es behoben, das Problem. Aber es kann immer noch passieren,
Das ist einfach eine Segmentation Violation oder irgendein Betriebssystemproblem gibt. Zum Beispiel könnte das Betriebssystem ein Thread terminieren, ohne dass man das fangen kann. Ja, also da muss man aufpassen, es gibt relativ viele Möglichkeiten, wie man den Thread verlieren kann und man kann das nie ausschließen, dass der Thread einfach spurlos verschwindet sozusagen. Wenn es eine Exception, eine kontrollierte Exception gibt, dann kann ich das mit dem Try-Catch-Block machen oder Try-Finally. Wenn nicht, ja, dann ist der Thread halt einfach weg. Ja, und das ist ein Hardware-Fehler zum Beispiel, das kann ich nicht kontrollieren als programmatisch. Okay, gut, dann gehen wir mal zur letzten Frage. Ach nee, das ist noch nicht die letzte Frage, das ist die vorletzte Frage. Warum ist es hilfreich, dass in Wait-Free-Programmen Threads sich gegenseitig die Arbeit erledigen können oder sich gegenseitig helfen können? Einmal ist es eine Performance-Frage. Das zweite, und das ist eine Multiple-Choice. Das zweite ist, um sicherzustellen, dass kein blockierter Thread das gesamte Programm blockiert. Und das dritte ist, um die Arbeit besser zu verteilen. Okay, ich werde das einfach mal weitermachen, wie gesagt, falls Sie nicht dazugekommen sind. Genau. Also, Sie sind eigentlich faktisch alle richtig. Die letzte Frage, um die Arbeit besser zu verteilen, da könnte ich jetzt argumentieren, dass das auch wahr sein könnte. Also, das würde ich jetzt nicht so überbewerten, dass wir das jetzt ja als falsch angezeichnet haben. Aber, also, ich bin. Natürlich kann man so die Arbeit zwischen den Threads verteilen. Es ist nicht primär dafür entworfen. Ja, das ist natürlich wichtig. Ja, also, deswegen, ja, kann man, die Frage kann man wieder argumentieren. Okay, und jetzt kommt die letzte Frage, das ist eine administrative Frage. Also ich wollte einfach nochmal genau fragen, weil wir hatten ja schon ein bisschen Feedback gekriegt, ob Sie das sinnvoll finden, dass wir sagen ein paar Minuten am Anfang der Vorlesung mit diesen Multiple-Choice-Fragen zubringen, um sie so ein bisschen aufzuwärmen oder ob Sie das als Zeitverschwendung sehen und wir könnten das irgendwie anders wiederholen. Also ich könnte einfach einen Monolog halten, aber das. Also typischerweise in einer Präsenzvorlesung habe ich das nicht gemacht, aber ich denke, das könnte hilfreich sein und ich überlege mir tatsächlich, ob ich das nächstes Jahr auch in der Präsenzvorlesung mache, dass die Leute eben mit ihren Devices das machen können. Weil so, da wird man zum Mitdenken gezwungen so ein bisschen, aber ich wollte einfach mal Ihr Feedback dafür haben. Nehmen wir mal hier ein repräsentatives Sample her. Ja. Okay, gut, also das ist ziemlich klar, das Feedback, dann werden wir das weitermachen. Dann ist das super. Okay, so, jetzt werde ich, muss ich das wieder anwerfen hier. Okay, so. Damit werden wir die letzten paar Vorlesungen natürlich diese Quizze beibehalten. Und jetzt kommen wir zur heutigen Vorlesung. Was machen wir heute? Also heute gehen wir einfach weiter in dieser Log-Free Unbounded Queue. Ja, das hatten wir schon letzte Woche, hatte ich Ihnen das ganz am Ende hatte ich Ihnen das gesagt, dass wir das machen werden. Und hier geht es jetzt darum, dass wir ein weiteres Beispiel für Log-Free uns anschauen. Und dieses Beispiel, das wird Ihnen zwei Sachen beibringen. Ne? Und das. Achso, ja, das stimmt natürlich. Die Beschwerde war gerade, dass das eine Art Survivor-Bias ist an der Stelle. Aber, dass vielleicht Leute einfach nicht mitmachen, die den Quiz nicht gut finden. Ja, aber sie hätten ja jetzt mitmachen können an der letzten Frage, um das zu sagen, dass sie es nicht gut finden. Aber, ja. Okay, dann könnten wir hier weitermachen. Also, wir haben eben zwei Sachen, die wir heute noch am Anfang der Vorlesung lernen möchten, oder die ich Ihnen erzählen möchte. Das sind einmal Sentinel Nodes, das ist ein extrem wichtiges Konzept. Und wir werden dann nochmal zum wiederholten Male das Helping uns anschauen. Okay, so,
Dann das zweite, was wir dann anschauen, ist dieses Memory Reuse. Das kommt dann im Betriebssystem wirklich zur Anwendung, wo wir keine Garbage Collection haben. Das werde ich Ihnen dann auch noch erläutern. Und dann genau nochmal dieses ABA-Problem, was wir letzte Woche schon ganz kurz angeschaut hatten und was wir heute nochmal genau anschauen. Und zwar bis ins Detail und wie man auch das Problem löst, also wie man verschiedene Lösungen dafür hat. Okay, und dann kommen wir hoffentlich am Ende der Vorlesung, bin mir nicht ganz sicher, wahrscheinlich eher morgen dann, zum theoretischen Hintergrund. Weil was Sie jetzt typischerweise bekomme ich jetzt so ein bisschen Beschwerden, ja, warum gucken wir denn die ganze Zeit Quellcode an, also in den vergangenen Jahren, warum können wir das nicht mal formalisieren und irgendwie vernünftig verstehen? Und ja, das können wir, aber ich möchte Ihnen erst diese ganzen Probleme beibringen, damit Sie dann verstehen, warum wir diese Formalisierung brauchen. Wenn ich die Formalisierung komplett unmotiviert Ihnen im ersten Teil der Vorlesung gebe, dann kommen dann immer die Fragen, ja, warum machen wir so viel Formalisierung? Jetzt mache ich es genau andersrum. Ich zeige Ihnen, wie komplex das ist. Und dann zeige ich Ihnen, wie man das jetzt formalisiert, damit es wieder leicht einfacher wird. Ja, das wird wahrscheinlich dann morgen sein und vielleicht am Ende dieser Vorlesung. Ja. Okay. Gut, wir schauen uns jetzt die Log-Free Unbounded Queue an. Okay, ich lese gerade die Diskussion über die Sprache, aber ja, da können wir nichts dran ändern, oder ich zumindest nicht. Okay, also als Motivation für den Betriebssystemkern, also warum braucht man jetzt eine Log-Free Unbounded Queue? Also eine konkrete Anwendung ist im Betriebssystemkern. Ja? Also wenn ich tatsächlich, wie ich auf der ersten Folie hatte, in dem XKCD-Comic, wenn ich tatsächlich 4000 Threads oder Prozessoren unterstützen möchte, dann wäre das vielleicht keine so gute Idee, wenn ich den Kern komplett locke. Ja, und dann immer nur ein Thread zu einem Zeitpunkt in dem Kern drin sei, also in dem Betriebssystem irgendwas ausführen kann, dann wäre das ja extrem langsam. Und wir gucken uns den einfachsten Fall an. Also Sie haben die Vorlesung Betriebssystem noch nicht gehört, die wird im vierten Semester kommen, glaube ich, oder vielleicht im dritten, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber was wichtig ist im Betriebssystem, und das werden Sie noch lernen, aber ich möchte Ihnen das jetzt so ein bisschen abstrakt sagen, es gibt einen sogenannten Scheduler. Und dieser Scheduler, das hatten Sie auch schon gehört, also im ersten Teil dieser Vorlesung, der Scheduler, der macht ja nichts weiter, außer auszuwählen, welcher Thread oder welches Programm als nächstes dran ist. Ja? Und um das auszuwählen, muss er ja diese Programme verwalten. Und typischerweise in jedem Scheduler, also es gibt eben diese Prozessorkerne auf der rechten Seite hier, dort läuft jeweils ein Thread, also diese runden Teile sind eben die Threads, die wir hier sehen. Dann gibt es natürlich noch mehr Threads, die gerade nicht laufen. Also entweder diese Ready-Threads, die sitzen in einer Queue. Dann haben wir noch hier drüben die Waiting-Threads. Und die können eben auf verschiedene Events warten. Also entweder Event X oben oder Event Y unten. Ja, das ist genau das, was wir uns jetzt angeschaut haben mit diesen Condition-Variablen. Ne? Oben ist halt Condition-Variable X und unten ist irgendwie Condition-Variable Y. Und es gibt irgendwelche, die fertig sind. Was ich Ihnen einfach sagen möchte, ist, dass um diese gesamten Sachen zu verwalten, hat das Betriebssystem eine gewisse Zahl dieser Listen oder Queues. Ja, also das ist alles voll mit den Queues. Wir haben hier drei an der Stelle, die Ready Queue, Waiting for X und Waiting for Y Queue. Wenn Sie sich Linux anschauen, dann haben Sie Dutzende von diesen Queues. Also es gibt sehr, sehr, sehr viele Queues typischerweise. Und jetzt ist natürlich die Frage, also was dieser Scheduler einfach macht, der bewegt Threads oder Tasks. Im Betriebssystem heißt es dann oft Tasks, irgendwie zwischen diesen Queues hin und her. Und diese Queues sind oft nicht so einfach wie die Queues, die wir hier anschauen. Das sind oft Priority-Queues, die haben noch zusätzliche Garantien. Bei uns ist es einfach eine FIFO-Queue. Ja, also sehr, sehr einfache Queue. Teilweise werde ich das sogar vereinfachen auf einen Stack, ja, also ein LIFO, um das hier einfach am einfachsten wie möglich zu halten. Ja, und was das dann bedeutet, ist, dass dieser Thread muss eben Scheduling Decisions machen und er muss eben schauen, wenn einer dieser Threads hier, der gerade läuft, zum Beispiel beendet wird oder blockiert, also sprich hier rüber in die Waiting Queue geht, dann muss natürlich irgendwie ein anderer Thread dort auf diesem Prozessor Core ausgeführt werden. Ja, und es gibt verschiedene Ereignisse, nämlich genau diese Liste von Ereignissen, die nennen sich auch oft Scheduling Points in der Fachliteratur, aber wie gesagt, das ist jetzt nicht so wichtig, wo der Scheduler eben entscheiden muss, dort diesen Thread auszuführen. Ja, und jetzt ist die Frage, was ist ein Betriebssystem? Genau, das ist jetzt so ein bisschen, genau, Betriebssystem, was auf Englisch Operating System, aber vielleicht sollte ich das nochmal so ein klein bisschen erklären. Das ist ja, wie sagt man das jetzt in einem Satz?
Das ist die administrative Schicht, die auf eurem Rechner läuft. Also Windows ist zum Beispiel ein Betriebssystem, Linux ist ein Betriebssystem, so als Beispiel, die ihre Applikationen verwaltet. Ja, also wenn Sie irgendeine Applikation starten, dann sagen Sie dem Betriebssystem, starten Sie die doch mal bitte. Oder starte du vielleicht das mal bitte. Und dann wird das Betriebssystem die Ausführung der Applikation verwalten. Also ich habe ja jede Menge Fenster offen und jeder dieser Fenster hat mindestens einen Thread drin, wahrscheinlich mehrere sogar, um eben das Fenster anzuzeigen und auszuführen und was weiß ich damit zu machen. Und das Betriebssystem verwaltet die alle zusammen. Also es hat eine große Anzahl von diesen verschiedenen Threads. Okay, aber wie gesagt, es ist keine Betriebssystemvorlesung hier, wir machen parallele Programmierung und das reicht. Also Sie müssen einfach wissen, für unseren Fall hier, dass das Betriebssystem viele, viele Threads verwalten muss. Und das macht es eben mit diesen Queues. Und jetzt ist die Frage, wenn ich ein Betriebssystem laufen lasse auf einer sehr großen Maschine mit 4000 Cores, dann habe ich natürlich das Problem, dass ich ja gleichzeitig eventuell Zugriff auf diese Queues habe, nämlich ein Core, eine Instanz meines Betriebssystems Schedulers könnte zum Beispiel diese Ready Queue zugreifen, während ein anderer Core diese Ready Queue auch zugreift. Ja, also zum Beispiel könnte ein Core gerade dieses hier herbewegen, einer von den Threads waiting for Y enablen, also ausführen, und ein anderer Core könnte gleichzeitig aus der Ready Queue einen in den Running State bewegen. Ja, und jetzt müssen wir uns natürlich Gedanken machen, dass jede dieser Objekte, dieser Queue-Objekte, hat jetzt Concurrent Access, also gleichzeitigen Zugriff, und wir müssen jetzt aufpassen, dass die eben geschützt sind entsprechend. Ja? Und das ist wichtig, also wir müssen gegen gleichzeitigen Zugriff schützen, und zwar von Threads und im Betriebssystem jetzt auch von sogenannten Interrupt Service Routines, aber das ist vielleicht jetzt hier in unserer Vorlesung nicht so hundertprozentig wichtig, da müssen Sie sich noch Gedanken machen, wenn Sie tatsächlich ein Betriebssystem implementieren, wie das denn aussieht, aber für die Vorlesung hier vergessen wir das einfach mal und sagen, wir behandeln bloß Threads. Und typischerweise ist das nichts irgendwie Aufregendes. Also, Sie haben das alles schon gelernt, wie man das macht, weil in Betriebssystemen benutzt man auch so Spinlocks. Ja, das ist jetzt nichts Neues. Jetzt ist genau die Frage wieder der Lockgranularität, wie ich schon angesprochen hatte. Ja. Locke ich diese gesamte Queue oder locke ich die einzelnen Elemente in der Queue? Ja, und da gibt es verschiedene Ansätze und in realen Betriebssystemen gibt es sehr, sehr viele verschiedene Ansätze. Okay? Also das möchte ich jetzt gar nicht so groß ins Detail gehen. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, wir möchten als Motivation für den ersten Teil der Vorlesung, wir möchten ein lockfreies Betriebssystem implementieren. Und wir gehen mal davon aus, dass in dem Betriebssystem nichts weiter drin ist, außer der Scheduler. Okay? Das ist natürlich viel komplizierter, wenn Sie noch das Dateisystem und was weiß ich für andere Sachen managen müssen. Aber wir machen jetzt einfach mal ein lockfreies Betriebssystem. Okay? Und alles, was wir da machen müssen, ist diese Scheduling-Queues lockfrei machen. Okay? Das heißt, wir brauchen eine Implementation einer lockfreien, unbegrenzt großen, weil ich will ja schließlich sagen, dass ich immer mehr Programme starten kann. Also ich will ja nicht, dass mein Windows mir sagt, oh, jetzt haben Sie 20 Programme aufgemacht, jetzt das 21. mache ich nicht mehr auf. Also ich möchte eigentlich so viele Programme starten können, wie ich Speicher in der Maschine habe, und das kann relativ viel sein. Also brauche ich erstmal eine Queue unbeschränkter Größe. Ja? Ja, und da sehen wir dann wieder so ein paar Probleme mit diesen Transient Inconsistencies. Also das werden wir dann gleich am Beispiel sehen. Und was aber noch wichtiger ist, im Betriebssystem, und jetzt kommt der große Unterschied zu den vorherigen Vorlesungen, wir können nicht uns auf die Java Garbage Collection verlassen. Ja, wir hatten ja niemals bis jetzt in dieser Vorlesung irgendein Element gefreed, irgendwie Speicher. Wir haben immer das Speicher allokiert und wir sind davon ausgegangen, dass das Java-Laufzeitsystem diesen Speicher dann irgendwie wieder freigibt. Ja, das war implizit die ganze Zeit. Im Betriebssystem gibt es keine andere Instanz unten drunter, die mir diesen Speicher wieder freigibt. Also zumindest in den meisten Betriebssystemen. Ja, Sie können die natürlich konstruieren, wenn Sie das wollen, aber im Linux gibt es kein Garbage Collection. Ja? Das bedeutet jetzt, dass wenn Sie ein Element aus der Queue entfernen, ja, dann wird das niemand aufsammeln. Also wenn Sie das nicht selbst verwalten, dann wird das einfach für immer im Speicher bleiben und irgendwann ist Ihr Speicher einfach voll mit Elementen, die Sie eigentlich gar nicht mehr zugreifen können. Ne? Und was wir dann machen, ist, wir werden lernen, wie man diese Elemente wiederverwendet. Ja, das ist eine sehr, sehr, sehr typische Art und Weise. Und in diesem Kontext werden wir dann das ABA-Problem sehen. Und zwar richtig böse. Okay? So als Motivation halt. Und damit Sie noch denken, damit Sie mir glauben, dass das wirklich realistisch ist, schauen Sie sich Wikipedia an, also falls Sie das interessiert, falls Sie Linux zum Beispiel interessiert. Es gibt diesen sogenannten Big Kernel Lock, der hat tatsächlich seine eigene Wikipedia-Seite gehabt. Und die Idee, oder BKL, die Idee, dass
Damals, 1996, also das war auch ungefähr die Zeit, dass ich so mit Linux angefangen hatte, da in Linux 2, da wurde tatsächlich einfach ein Lock gesetzt. Ein Big Fat, Leute haben das auch Big Fat Kernel Lock genannt. Das bedeutet, dass nur ein Thread im Kernel drin sein konnte, zu gegebener Zeit. Und das war übrigens ein Spin Lock. Ja, also das haben sie jetzt alles gelernt. Sie könnten jetzt schon fast Betriebssysteme implementieren. Ja, und natürlich, wenn man da weiter runterscrollt in Wikipedia, sehen sie, oh, das ist problematisch. Ja, weil ich viele Threads habe, bla bla bla, das, was ich alles schon gesagt habe. Und dann 2010, also 15 Jahre später fast, wird tatsächlich mal eine ernsthafte Bestrebung gestartet, diesen Kernel Lock endlich zu entfernen. Also feingranulares Logging zu sehen. Und daran sehen Sie schon, die Linux-Community hat fast 15 Jahre gebraucht. Und wenn Sie das dann genauer lesen, das ist auch ganz unterhaltsam hier. Da ist dann irgendwo. Was ist es denn jetzt? Ja, it roughly 8 years old. Also Leute haben tatsächlich schon vor 8 Jahren, also 2002, angefangen zu versuchen, diesen Log zu entfernen, aber haben es eben nicht geschafft, weil es so schwer ist. Also das ist wieder, das sagt Ihnen so ein bisschen, hoffentlich gibt Ihnen so ein bisschen Motivation, in dieser Vorlesung aufzupassen. Diese ganze Concurrency-Parallelismus-Geschichte ist nicht einfach, ja, aber extrem wichtig. Und das ist das. Und selbst wenn Sie Betriebssystementwickler werden, ja, dann werden Sie feststellen, oh, das ist ja noch viel schlimmer im Betriebssystem. Also egal, was Sie machen später, Sie werden das brauchen. Ja, also um Sie noch so ein bisschen zu motivieren. Aber jetzt schauen wir uns mal wieder so ein super einfaches Beispiel an. Und das super einfache Beispiel ist einfach unsere Queue. Ja, stellen Sie sich jetzt vor, Sie möchten das Betriebssystem implementieren, Sie möchten tatsächlich ein logfreies Betriebssystem implementieren. Und dafür brauche ich eigentlich nichts weiter in unserer vereinfachten Version als diese logfreie Queue. Okay, wissen Sie, ist nicht weiter kompliziert. Ich habe eine Node in dieser Queue. Der Node ist vom Typ T, hat einen Wert und hat einen Next Pointer. Ja, okay. Habe ich mir, glaube ich, schon dreimal erzählt. Wenn ich das Node initialisiere, dann gebe ich dem irgendwie ein Item, also ein spezifisches Element, was dort reinkommt in den Knoten. Dann wird das initialisiert, der Next Pointer wird auf 0 gesetzt. Okay, und die Liste sieht dann halt ungefähr so aus. Ja. Zusätzlich, wenn ich jetzt die gesamte Liste verwalten möchte, brauche ich natürlich noch diese zwei Pointer, das hatten Sie ja auch schon. Ich habe diese Head-Pointer und diesen Tail-Pointer. Und dann habe ich noch zwei Operationen. Also der Head-Pointer zeigt halt auf den Kopf der Liste, der Tail-Pointer zeigt auf das Ende oder den Schwanz der Liste. Und dann habe ich diese zwei Operationen, NQ und DQ. Und jetzt haben wir die Liste einfach mal Blocking gemacht. Das heißt, die sind beide synchronized. Okay, trivial. Also brauchen wir absolut kein Problem. Und was sollte das This-Value? Oh, das sollte natürlich This-Value sein, ja, korrekt. Sehr guter Punkt, Sie haben aufgepasst. Und der Tippfehler, den gibt es schon seit längerem. Perfekt. Okay, und jetzt möchte ich Ihnen aber nochmal diese NQ- und DQ-Funktionen ganz kurz zeigen. Die NQ- und DQ-Funktionen, also in der synchronisierten Variante, sind relativ einfach. Die werden ja noch viel komplizierter in der nicht synchronisierten Variante. Und das heißt, jetzt tut es mir leid, dass mein Hintergrund nicht funktioniert, es wird gerade ungewöhnlich dunkel hier. Aber egal, müssen wir jetzt durch. Das heißt, dass ich hier einen neuen Knoten erzeuge, der nimmt eben dieses Item. Dann prüfe ich, und das ist das bisschen hässliche an der Geschichte, ich muss einfach jetzt prüfen, ob mein Tail 0 ist. Ja, nämlich wenn mein Tail 0 ist, dann kann ich ja das NQ, also dann muss ich mich ja beim NQ leicht anders verhalten. Ja? Oder ja, genau, also, weil wenn das Tail nicht 0 ist, muss ich das Tail.next ja auf diese Knoten setzen. Sonst, wenn das Tail 0 ist, dann habe ich ja kein Element in der Liste drin. Ne? Dann muss ich den Knoten an Head ranhängen. Ja, und in jedem Fall hänge ich den Knoten hinten auch ans Tail ran. Ja, also wie gesagt, das ist im Endeffekt, ist die Liste leer oder nicht? Wenn die Liste nicht leer ist, dann hänge ich mich an den letzten Knoten an. Wenn die Liste leer ist, dann muss ich mich an den Head-Knoten anhängen. Und das ist genau auch das Problem. Ja, also ich habe diese Abfragen jetzt hier, diese zwei unterschiedlichen Varianten. Ja, und jetzt schauen wir uns mal diese unterschiedlichen Varianten nochmal an, damit es auch wirklich einfach zu verstehen wird. Nämlich, wenn ich irgendein Element in der Liste habe, also Tail ungleich 0, an der Stelle. Was ich dann einfach mache, ist, ich nehme, also das bedeutet, ich habe mindestens einen Knoten. Ja, in dem Fall hier habe ich sogar sechs und unterschiedliche Tailpointer, kein Problem.
Das heißt, ich füge dieses neue Element ein. Ich setze das tail.next auf den Knoten und ich setze das tail dann danach auf das neu hinzugefügte Element. Ja, Sie sehen schon, das sind zwei Operationen, die ich jetzt hier ausführe. Das ist schon mal nicht ganz so einfach und das wird noch ein bisschen komplizierter. Aber warten Sie einfach kurz ab. Dann habe ich den Fall, wenn tail gleich 0 ist, das bedeutet einfach nichts weiter. Außer, ja gut, wenn beide 0 sind, also dann gibt es, ist die Liste leer. Also ich könnte auch reinschreiben. Ja, also das heißt, die Liste ist leer. Und was mache ich dann? Dann füge ich das neue Element hinzu. Wenn ich das neue Element hinzufüge, muss ich natürlich dann den Headpointer auf das neue Element setzen. Aber gleichzeitig ist das neue Element ja auch das Ende meiner Liste. Das neue Element ist gleichzeitig Start und Ende der Liste. Und das ist, wo es so ein bisschen haarig wird, weil Sie sehen schon, dass hier der Schritt 1 ist fundamental anders als der Schritt 1 hier unten. Ja, im Schritt 1 oben setze ich den Next oder den Tail.next-Pointer. Ja, das ist von dem Knoten den Next-Pointer. Und im Schritt 2 unten, da muss ich tatsächlich meinen Head-Pointer umsetzen. Ja, und das ist genau das Problem. DQ ist relativ, hat ein ähnliches Problem. Aber ich möchte es Ihnen kurz noch trotzdem erklären, damit wir das mal angeschaut haben. Also DQ, was macht das? Das haben wir auch schon mal gesehen. Und wie gesagt, im Synchronized ist es kein Problem. Es wird aber gleich ein Problem, wenn wir das Synchronized entfernen. Ich habe dieses T-Item ist gleich 0. Ja, also dort weiß ich erstmal, also habe ich halt irgendwie ein neues Item, was einfach nicht initialisiert ist. Dann nehme ich den Headpointer, ja, in eine lokale Variable namens Knoten. Dann nehme ich die, dann schaue ich eben, ob der Headpointer 0 ist. Nämlich genau, wenn der Headpointer 0 ist, dann ist ja wieder meine Liste leer. Also habe ich nichts in der Liste. Das bedeutet, dass ich dann einfach 0 zurückgebe. Also wenn ich nichts in der Liste habe, gebe ich einfach 0 zurück und dann ist das gegessen. Deswegen habe ich es oben auf 0 initialisiert. Wenn ich jedoch was in der Liste habe, dann muss ich das ja dequeuen. Ja, und das bedeutet, dass ich dann diesem Item, dann habe ich ja ein tatsächliches Node hier an der Stelle, dann weise ich das dem Item zu und dann setze ich den Headpointer 1 weiter. Und dann muss ich nochmal prüfen, wenn ich den Headpointer 1 weitergesetzt habe, könnte das ja sein, dass ich den Headpointer, also dass ich das letzte Element in der Liste gelöscht habe. Ja, das ist das. Habe ich das letzte Element in der Liste gelöscht? Wenn ja, dann muss ich den Tailpointer auch auf 0 setzen. Also wenn nur ein Element drin ist, dann ist ja das Head.next 0, aber das Tailpointer zeigt immer noch auf das Element. Also das bedeutet, ich muss dann diesen Tailpointer auch noch korrigieren. Ist im Endeffekt genau das gleiche wie auf der letzten Folie. Bei dem NQ ist ein bisschen anders, weil, also nicht exakt das gleiche, aber vom Prinzip her das gleiche. Also das bedeutet, wenn ich genug Elemente in der Liste habe, ist es kein Problem. Dann mache ich das halt einfach, dann setze ich einfach diesen Headpointer um und gebe den Inhalt dieses Knotens zurück. Perfekt. Wenn ich aber nur ein Element in der Liste, also wenn ich kein Element in der Liste habe, ist einfach trivial, dann kehre ich wieder zurück. Wenn ich aber nur ein Element in der Liste habe, also wo der Head gleich Tail ist, oder nachdem ich Head.next gesetzt habe, der Head einfach 0 ist, das ist die gleiche Bedingung im Endeffekt, dann muss ich den Headpointer umsetzen. Ja, das ist klar, das ist genau das gleiche wie hier oben. Ne, da ist kein Unterschied. Aber jetzt muss ich als zweiten Schritt noch diesen Tailpointer anpassen, nämlich genau das hier. Ja. So, und das bedeutet, dass wenn ich jetzt diese Queue implementieren möchte als Log, also gelockt, ist es wie gesagt kein Problem, weil ich kann ja alles trivial in einer atomaren Sektion machen, ja, genau wie ich das gerade gezeigt habe. Okay. Aber Sie wissen ja, dass das Locking problematisch ist an der Stelle. Und jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt diese Log-Free Queue implementieren möchte, dann habe ich natürlich das Problem, dass ich jetzt mehrere Pointer wieder gleichzeitig aktualisieren muss. Das ist eigentlich sehr ähnlich zu dem, was wir letzte Woche hatten mit diesem Atomic Markable Reference, außer, dass ich jetzt zwei Pointer, die mehr als ein Bit jeweils brauchen, gleichzeitig umschieben muss. Jetzt können Sie sich natürlich überlegen, ja, habe ich ein Compare and Swap, was mir 64 Bits macht und kann ich die dort reinpacken, um ein Doppel-Compare and Swap auf zwei Pointern zu emulieren. Das könnte vielleicht funktionieren, machen wir aber hier nicht. Wir haben eine andere Lösung dafür. Ich möchte Ihnen noch eine zweite Lösung geben. Also Sie könnten versuchen, das irgendwie mit diesem Double-Compare and Swap hinzufriemeln, aber das wäre, ja, also die Lösung, die ich Ihnen gebe, ist besser. Okay, also das Problem ist, Sie müssen gleichzeitig den Head, den Tail und irgendwie dieses Tail-Next, also atomar aktualisieren, sonst gibt es Probleme.
Und ich sage Ihnen, das ist einfach so, sonst gibt es Probleme. Sie können das zu Hause ausprobieren. Ich kann Ihnen jetzt nicht all diese Probleme erklären, das dauert dann einfach zu lang. Aber Sie werden das auch in der Übung nochmal machen. Und wie lösen wir das? Wir lösen das mit sogenannten Sentinel Nodes. Also was sind die Sentinel Nodes? Das sind Knoten, die eigentlich keinerlei Funktion haben. Sie hatten die schon mal gesehen in der Queue. Erinnern Sie sich ein paar Vorlesungen zurück? In der Circular Queue, da hatten wir auch einen Knoten, was eigentlich kein, Entschuldigung, ein Element in der Queue, was eigentlich keine Funktion hatte. Und dieses eine Element, das hat aber sichergestellt, dass der Pointer-Check einfacher war. Ja, genau das machen wir jetzt hier. Wir fügen ein Element hinzu, dieses Sentinel-Element, in diese Liste. Das hat überhaupt keine Funktion, das hat kein Item assoziiert mit sich, aber das macht diese Operationen auf der Liste uniform. Nämlich die Liste wird niemals leer sein. Es wird nämlich immer ein Sentinel-Node da drin sein. Also die neue Invarianz der Liste ist, dass die nicht mehr leer sein kann. Okay? Also jetzt haben wir immer dieses Sentinel-Node da drin und dann haben wir eben andere Knoten. Das sind dann tatsächlich die Elemente in der Liste und die Head- und die Tail-Pointers, wie wir schon vorher haben. Okay? Und jetzt schauen wir uns mal an, was mit NQ denn passiert, wenn wir diesen Knoten einfach dort drin haben. Das ist wieder so ein Trick. Ja? Und also wir haben wieder den Fall, dass die Queue nicht leer ist oder leer ist. Aber wenn die leer ist, gibt es immer noch ein Element, nämlich das Sentinel-Element. Ja, also es gibt sozusagen keine Payload, keine Nutzdaten da drin. Okay, und was passiert jetzt, wenn die Liste nicht leer ist und ich möchte ein NQ machen? Ja, da muss ich eben mein neues Node irgendwie hinzufügen und dann den Next Pointer von dem Tail auf das neue Node setzen. Und das ist genau dieser Schritt 1. Das ist einfach tail.next ist das neue Node. Und weiterhin, was ich machen muss, ich muss den Tail-Pointer ja um 1 weitersetzen. Also diese zwei Operationen, die wir hier sehen. Also ich muss einmal read-write das tail-next und ich muss lesen und schreiben diesen Tail-Pointer. Ja? Genau das, was ich sage. Also muss ich diesen Tail-Pointer 1 weitersetzen. Und Sie sehen jetzt, in beiden Fällen, wenn die Queue leer ist und wenn die Queue nicht leer ist, sind die Operationen exakt identisch. Also Sie müssen jetzt nicht mehr über den Zustand der Queue unterscheiden. Das ist nämlich genau das Problem. Wenn Sie den Zustand der Queue unterscheiden müssen, wenn Sie sagen, if the queue is empty, then do x, and if the queue is not empty, then do y, ja, wer garantiert Ihnen denn, dass nachdem Sie das gecheckt haben, log-free, kein anderer Thread gekommen ist und entweder das Element rausgenommen oder hinzugefügt hat? Ja, das ist genau das Problem. Ja, und deswegen möchten wir eigentlich so uniform wie mögliche Operationen haben, dass wir diese Operation einfach immer identisch ausführen und nicht uns auf irgendeinen transienten Zustand verlassen, dieser Queue, und damit das Log-Free vereinfachen. Gut, und im DQ ist es übrigens genau das Gleiche. Dieser gleiche Sentinel, der hilft uns auch im DQ an der Stelle. Also manchmal brauchen Sie mehr als einen, aber in diesem Beispiel wird es jetzt gerade funktionieren. Jetzt schauen wir uns mal das DQ an. Ich kann entweder eine Liste mit n Elementen haben oder eine Liste mit einem Element. Also vielleicht sollte ich hier n größer 1 sagen hier oben, weil sonst könnte n ja auch 0 oder 1 sein. Und das ist genau das Gleiche. Also was passiert? In dem DQ schaue ich mir immer den head.next.item an, ja, und dann lese ich diesen Wert daraus. Und das kann ich jetzt wieder in beiden Fällen, selbst wenn nur ein Element in der Queue ist, kann ich das machen. Das war vorher auch schon so, ja, das ist nicht überraschend. Aber ich kann jetzt in jedem Fall einfach den Head.next-Pointer weitersetzen, an der zweiten Stelle, im zweiten Beispiel, ohne mir Gedanken darüber zu machen, ob die Liste jetzt nur ein Element oder mehr als ein Element hat. Nämlich genau diese vorher, die ich hatte, die ist weg. If-Bedingungen. Okay. Und jetzt noch so als letztes vor der Pause. Ja, hilft das denn? Ja, das hatte ich ja jetzt schon erklärt, dass das hilft. Also das ist nicht sehr überraschend. Aber jetzt könnten Sie ja einfach sagen, ich muss ja immer noch zwei Pointer pseudo gleichzeitig aktualisieren. Ja, das stimmt. Also was wir jetzt eigentlich losgeworden sind, ist diese Abfrage, ist die Liste in einem gewissen Zustand und dann mache irgendwelche Sachen basierend auf dieser Abfrage. Die ist natürlich kreuzgefährlich, diese Abfrage. Ja. Aber wir haben immer noch ein Problem, dass wir immer noch diese zwei Pointer haben. Ja, sehen Sie hier, das sind ja immer zwei Updates. Also einmal irgendwie diesen Wert des Elements selbst und dann irgendwie müssen wir noch diese Head- und Tail-Pointer richtig hinkriegen. Ja. Okay. Und kommt das jetzt zu einer Inkonsistenz? Ja, und das stimmt, also wenn Sie da jetzt drüber nachdenken, könnte es passieren, dass der Tail-Pointer kurzzeitig nicht auf das letzte Element
zeigt. Ja, das ist natürlich hässlich, ne? Wenn dann nämlich ein anderer kommt und dieser Thread irgendwas einfügt und auch den Tailpointer manipuliert, dann könnte ja schon was schief gehen. Also was ist jetzt das Problem? Naja, das Problem ist einfach, dass ich in einem in einer logfreien Ausführung eben die anderen Threads nicht zurückhalten kann, bis die Datenstruktur konsistent ist. Weil sonst würden die ja wieder warten. Ja? Wäre es ja wieder Locking im Endeffekt. Also die Threads müssen weitermachen können und die müssen damit klarkommen, dass diese Datenstruktur einfach kurzzeitig nicht konsistent ist. Ja, und das ist extrem wichtig, dass Sie das verstehen. Und die Lösung dazu ist wieder dieses Helping-Prinzip. Ja, und bevor ich Ihnen das dann präsentiere, würde ich einfach jetzt erstmal in die Pause gehen und natürlich wieder Fragen beantworten, falls Sie denn welche haben.